Herzlich willkommen auf meinem Kanal Marcel Duff, das erste Mal. Und zwar machen wir heute ein Unboxing von Mystery Shirts. Was ich gleich dazu sagen möchte, es ist kein Placement für Mystery Shirts, das möchte ich gleich dazu sagen. Also, weil ich habe kein Geld davon gehalten, ich habe die nicht kostenlos bekommen. Ich hatte sogar Lust, es sind noch Probleme beim Bestellen, also, aber das erfahrt ihr später mehr. Okay? Was ich gleich mal sagen wollte, am Anfang auch noch zum Formel rauspacken. Kann ich gleich sagen, es ist kein Bayern-Trikot, kein Leipzig, kein St. Pauli, war keine Kommerzvereine aus Deutschland drin, das habe ich direkt gesagt, das möchte ich nicht, das kann man auf der Seite angeben. Nur, dass du Bescheid weißt, warum vielleicht das nicht drin sein könnte, so. Falls ich freut, dass ich das gleich sage, nee, das ist nicht drinnen, also. Und ich habe einmal eine Retro-Box, weil es sind zwei Boxen, einmal Retro und einmal eine normale. Also, fangen wir gleich an. Wo öffne ich das denn links, oder? Was? Achso, ja, dann muss ich das öffnen, oder wie? Ah. Wie geht es weiter? Hallo? Ich glaube, ich stelle mich gerade richtig dumm an beim Öffnen. Mal so. Ich muss da unten öffnen, oder? Oder war mal so? Hallo? Ja, doch. Nö. Ich bin zu intelligent dafür, Cover. Oben. Und zwar hier. Und hier schon mal was Orangees. Ja, ich habe irgendwie gar nicht das ganze System gleich verstanden, so ganz. Aber egal. Einfachste Weg ist nicht immer der beste, nur dass ihr es wisst. Ich mach's mal für euch auf. So. Also, das ist das T-Shirt. Ich glaube, ich habe schon eine Ahnung, was das für ein Verein ist. Und egal. Es wäre jetzt so ein richtig geiler Moment, wenn das wirklich der ist, was ich denke. Tata, we are wieder. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Trikot von Mallorca FC in L. Geil. Also wenn ich immer mal am Ballermann fahre, ist das Trikot fix dabei. Also. Digga, einfach ein Mallorca-Trikot. Es hat schon was Geiles. Also, ja, es ist ein schlichtes Trikot. Ist jetzt nicht so groß Besonderes, aber merkt, es ist ein Original-Trikot mit allen Webfirmen, weil mich einer Kollege schon gefragt hat, weil ich das beschreibe. Aber ist ein okayes Trikot, kann man anziehen. Von der Farbe vielleicht ist nicht so meins, aber es geht. Also wir sind, ich zeige euch dann nachdem, wenn ich alles ausgepackt habe, zeige ich euch ein ganzes Video davon, also wo ich es auch angezogen habe, so, nur dass ihr Bescheid wisst. So, und jetzt probiere ich nicht nochmal zu verkacken. Ja, ich wisst. So. Das hier, das ist das Sil, weißt du? Ja, keine Ahnung, was hab ich nicht erziffern können. Das ist das Retro-Shirt, wie auch schon, oder? War das das Retro-Shirt? Gute Frage. Boah, das ist stylisch. Wir machen das jetzt mal zu. Das hat was Geiles. FC Cincinnati. Ich glaube, das ist was Amerikanisches, habe ich das Gefühl. Aber ganz ehrlich, das Trikot geht ganz fit. Wir googeln jetzt mal schnell, von welcher Verein das ist. FC Cincinnati. Das ist ein. Ich korrigiere mich. Also ist nicht, oder ist das? Nein. Sorry, ich habe mich verklickt. Upsi. Ich dachte, das ist jetzt das. Shintai. Es ist ein Verein aus dem Englischen übersetzt. Höchsten Liga Nepals. Es ist ein Verein aus Nepal. Ich dachte so, ja, das ist doch im Regio, aber nee, es ist Nepal, aber.
das Trikot hat was Geiles an sich. Also, jetzt ist nur meine Frage, ist das Mystery Shirt oder? Steht jetzt nichts oben. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich euch ein. Muss ich mir da mal anschauen. Jetzt seht ihr noch die Trikots getragen. Das erste Trikot so. Das erste ist das mal locker Trikot. Was? Luftig, locker sitzt's. Aber schnell geil ist der FC mal locker. Irgendwie fehlt mir noch ein Sponsor, aber man kann nicht alles haben im Leben. Jetzt gehen wir noch zum anderen Mini-Verein. So, was ist das? Und ehrlich, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das Trikot relativ schön. Also, Entschuldigung. Was für das Design, das muss, das relativ geil. Also, auch wenn das von Nepal ist, von einem nepalischen Fußballverein. Aber das Trikot hat was. Also, ich finde das geil. Mir gefällt es von Mallorca, das Logo zum Spurs, weil schon eingenäht ist, so drauf genäht, aber. Ja, es ist geil. So, wenn man noch was da rein tut. So. Hört noch besser aus. Ja, kann man machen. Ich würde sagen, jetzt noch zum Anfangsstories gesagt, wie ich den bestellen soll. Ja, ich habe Verspätung gehabt, weil halt die Ware nicht da war. Es wurde mir auch geschickt, alles gut. Ich würde sagen, das war vielleicht ein bisschen ein Minuspunkt, das vier bis sechs Tage besprochen worden ist. Und ich ärgert, aber der Kundensupport war immer da, sofort. Und war super freundlich. Also, wenn ein Problem ist, antworten die sehr schnell und reagieren gut drauf, würde ich sagen. Also, man kann dort bestellen, es ist real. Ich habe auch keinen Sponsor und nichts bekommen, wie schon gesagt. Aber, wie gesagt, könnt ihr gerne bestellen. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich den Link unten in die Beschreibung, falls euch die Fußballtrikots interessieren. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Dann bis dann, Leute. Ciao.